Läuft das Band? Ja, jo, dat. Dann los, Jon. Dach, Hermann. Dach, Caroline. Dach, Lev Lückschotzus und Unger Wes. Schön, dass du da sitzt. Das ist hück das letzte Mal, dass wir der Podcast haben, ich dat de Ferien losjon. Und wir sind froh, dass wir in der Schule und vielleicht auch sonst richtige Schaff haben und jetzt ein Büschen machen können. Jetzt können wir ganz lang erzählen, wo man überall herfahren kann, aber man kann auch hier in Köln schön Ferien machen und genüsslich Freunde treffen und durch der Büschen und mit dem Rätsche rausfahren und schwimmen jon. Und da möt er uns ever versprechen, dass er dann ganz vorsichtig sitzt und nur da schwimmen könnt, schwimmen, wo man auch wirklich schwimmen jorn darf. Und vor allem nicht im Ring schwimmen, das ist erg gefährlich. Und das wäre ja ganz schlimm, wenn da noch mehr Schlimmes passieren dat. Es ist alles schlimm genug, was in der Welt für sich geht. Ich meine, das wäre nichts zu lachen, Hermann. Ja, aber ist ja gut. Ich lache deshalb, weil ich da als Lottobof ja, mit meinen Freunden, was auch Lottobofe waren, allerhand Spökes ja gemacht haben, die man heute auf keinen Fall wiederholen sollte. Ja, damit sind wir beim Thema von dem, wo man heute drüber erzählen wollen, vom Schwimmen im Ring. Muss man für uns schicken, dass das damals nichts Besonderes war, was der Hermann hier als Zeitzeuge rüberdöhen deit. Aber heute ist das natürlich überhaupt nicht mehr lustig, es ist streng verboten und es ist auch heute nicht mehr normal. Aber es waren andere Zige, die Leute waren ein bisschen weniger sensibel für das, was all passieren kann. Und man hätte ja vielleicht auch nicht gehört, wann einem jetzt passiert ist. Heute steht da dann in der Zeitung und im Internet und überall, dass Warnungen ausgesprochen werden, wann wieder ein so Unglück passiert ist. Das war ja damals nicht der Fall. Also, heute steht man so jetzt auf keinen Fall und damals war es vielleicht ein bisschen mehr normal. Weil alles anders ist, auch technisch. Die Schiffe, also damit sind wir ja am Ring, du hast ja das angedeutet. Da waren die, also das ist jetzt her, ja, wie über 70 Jahre, also 1946, 47, um den Drehraum, von dem ich jetzt hier erzählen will. Da wurde zum Beispiel die Müllemerbrücke, die kennt jeder, die war 45, haben sie die noch schön kaputt gemacht, das schön nehme ich weg, kaputt gemacht und das heißt also mit der Schifffahrt, das war so ein Problem. Man hat dann mit Mühe und Not ein Fahren geschafft und dann kommt dann ab und an ein Schlepper vorbei. Und ich spreche jetzt in Kölle am Ring. Und zwar am Kran nach Welsche. Das ist in der Gegend von Riel aus, jeder noch am Kran nach Welsche. Und da war dann so das Domizil von uns, ja, von uns Posten, von unserer Baue. Was heißt das? Wir sind da schwimmen gegangen. Es gab ja auch der Hufen Dick noch, der war auch in Riel, ein Schwimmbad, aber da hätten wir ja Eintritt bezahlen müssen. Also sind wir da dran vorbei gegangen und sind am Kran nach Welsche und sind da im Ring rumgeschwommen. Das hört sich jetzt, todet nicht wiederholen, ich sage es noch eins. Es ist nicht nur verboten, es ist auch gefährlich. Die Schiffe sind höchste Dase, so flück, auch wenn sie schwer beladen sind. Damals ging das einfach erst langsam. Also, wenn ein Lastkahn kommt, der den Ring rupfahren lässt, dann fuhr der logischerweise langsam. Und wenn der die vier Lader hat, das heißt also so 20 Zentimeter über dem Pegel, dann gut, hat man, wenn man dann auf so einen Schlepper draufklemmen täte, hat man nur 20 Zentimeter zu überwinden. Warum? Ja, dann sind wir also an so einem Schlepper rangeschwommen. Und weil der ja dann Defiang hatte, wurde man nicht raffi trocken und haben uns dann an der Sieg
hu gehangelt. Und wenn man Glück hatte, hätte der Schiffer, der uns vielleicht gesehen hat, vielleicht auch nicht, keine Hunger bei uns gehetzt, dann haben wir unser Stück noch wieder Europa fahren lassen und sind dann in das Wasser gesprungen. Also der Ringer raff, da ging ja dann flück. Und dass man wieder ungefähr am Kranach welche an Land komme. Ja, das war das eine. Und dann würde das aber auch passieren, eine. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber der arme Kerl, der hat Pech gehabt. Der hat sich auf so einen Schlepper. Der jobbt ja am Rand immer so, ja, 30 Zentimeter, wo man oben eine Raffion konnte, dem Schlepper. Hätte sich rob gehangelt, zuerst mit dem Buch, und da war aber flück wieder unge. Warum? Der Stich da am Rand, der war frisch geteert. Der arme Kerl, der hat vielleicht an der Jeng. Wie wiegt sie da dann mit dem Schiff für ihr Fahrer? Ja, nicht so wieg. Wir sind auch allerdings da, ja, also der Ringerob, das war natürlich, wenn man dann selbst nicht der Ringerob schwimmen wollte. Ne? Ja, bist du noch bis nach Bonn mit dem Schiff gefahren? Nein, nein, auch wo das war, dann für der Müllermerbrück war er am Eng. Dann sind wir dann wieder rein, in das Wasser gesprungen und gucken, dass wir da hinkommen. Und wenn kein Schiff kommt, dann haben wir voll in das gemacht. Wir sind dann der Ringerob und also rein aufwärts, damit wir in Müllem an einer ganz bestimmten Stelle ankommen, wenn wir über den Ring geschwommen sind. Das war damals möglich. War wir auch ein Völkerei mit der, die Abwässer, der Normkrieg, das war ja alles ja in Unordnung, aber das hätte uns nichts ausgemacht. Jedenfalls, da sind wir dann rüber geschwommen. Und damit wir dann auch wieder am Kranach welche, sind wir dann auf der Schelsieg rein aufwärts und sind dann jeden der Ring, haben wir versucht, jeden der Ring zu schwimmen, also, und sind dann aber trotzdem abgedriffen, so dass wir am Kranach welche wieder zurückkommen. Und wo sind ihr, ob der Schelsieg dann ausgekommen? Ja, in Müllem. In Müllem dann. Und einmal, das vergesse ich nicht, das habe ich einfach nur einmal getan. Wir waren, ich glaube, zu dritt, ich weiß es nicht mehr so genau. Auch das darf man, was auch jetzt gehört, darf man heute nicht mehr machen. Du siehst es. Ich dachte auch heute nicht, das war ein Erlebnis, jedenfalls für uns Posten. Da sind wir nachts, also abends, wie dunkel war, über den Ring geschwommen. Ist auch alles gut gegangen. Wir sind alle drei drüber angekommen. Und da hatte man an sich halt, da hast du das Gefühl, du küsst nie an. Im Dunkeln. Jedenfalls, man kannte ja, da sind wir also wieder hoch. Und dann hier in der Ring geschwommen und kommen dann nachts auch wieder auf der richtigen Sieg an. Einfach, todet nie im Dunkeln. Ist das dann nicht kalt oder sind da Fische oder nee, so? Nein, es war ja nichts, es war nur unheimlich. Man kannte die Strecke ja und wusste noch, wo am Eng war. Aber wenn es dunkel ist, dann meinst du, du siehst nur Wasser und du kannst ja an sich nicht verkehrt schwimmen. Hast du dann ein Wett verloren oder wieso hat er das gemacht? Das war einfach Dollerei von uns. Also ne? Kerls, ne? Ja, klar. Waren nur Kerls, ne? Das waren nur Kerls. Doch wir hatten die war aber nachts nicht dabei. So bist du es, können an sich nur Junge sind. Und da fällt mir, ich muss aber erblich belastet gewesen sein, da fällt mir nämlich mein Vater ein. Da war mein Vater noch Junggesell, also das war den 20er Jahr, also 1927, 1928, da war er noch Junggesell. Also Junggesell muss man verklären, heute hat man sagen, der war noch Single und war ja, noch nicht verheiratet. Ja, er ging auf ne? Schnut, er tat possieren, er tat mein Mann täte dann possieren und ja, Schnüsseler weiß ich was. Jedenfalls, und der hat eine Freund, der Theo. Der hat auch eine Freundin, die Macht da war dat. Und da ist Folgendes passiert, sie waren an der Bastei.
an der Bastei. Es war Sommerdag, schöner Tag, schöner Sommerdag. Und da gerieten die zwei Jungen, wollten sie sich erzählen bei ihren Freundinnen. Das war aber jetzt am Dach, nicht in der Nacht. Das war am helllichten Tag, der Sonne, der hat schön schien, hatte ich gerade gesagt. Dann ist es gut. Und da haben die dann, es war Schwimmen damals schon verboten. Im Ring schwimmen war verboten. Es sei denn, das war so abgeschnitten, abgetrennt Stück, aber grundsätzlich war es verboten. Aber die zwei, 1928, stell dafür, haben die jedes Jahr quasi gemacht. Dann haben sie sich ausgedacht, also ausgedacht bis auf den Badebutz, in das Wasser rein und sind dann zu Jodet Jing, in der Ring geschwommen und die zwei Mädchen, damals die Freundinnen von meinem Vater und vom Theo, die haben dann so gelacht, wie die zwei da kraulen täten, waren zwei Jodeschwimmer. Und auf einmal kommt ein Polizeiboot vorbei, rein aufwärts. Die zwei Mädchen, meine Mutter und die Martha, die stunden am Ufer und haben gesagt, ach, guck uns da, uns Freunde, freundlich, die sind uns am Winken, auch die Polizisten, die sind aber freundlich, die nehmen die zwei mit der Ringerob, dann brauchen die sich ja nicht anzustrengen, dann kommen die auch wieder hier an der Bastei wieder an, ach, was lief. Und was war wirklich passiert? Die Polizei hat die abgefischt. Sie haben verbotenerweise im Rhein geschwommen. Und das kostet sie jetzt 5 Reichsmark Strafe. Da haben wir kein Geld für, ne? Er hat kein Geld dafür. Ach, dann nehmen wir euch ein bisschen mit. Ne? Und dann sind die mit den Europäerfahrern bis nach Rodenkirchen, haben die zwei Gels in Rodenkirchen an Land gelassen und haben gesagt, so, wir passen ab. Ihr geht jetzt zu Fuß mit eurer Badebutz am Ufer entlang, du da schönen Dauerlauf machen bis nach der Bastei, da eure Freundin und eure Klamotten wiederfindet. Und wie ihr geht zwischendurch an das Wasser, dann sie da rief. Und ihr seid hier dann, und die zwei Mädchen haben gesagt, da nimmt die Polizei die so weg mit, dass die so lang schwimmen, und waren dann ganz überrascht. Als die zwei Gels dann zu Fuß da ringe raufkommen. Das war so ein Erlebnis, ne vorbei. Ist schade, dass es damals noch kein Handy auf, ne? Da hätte man eine schöne Film von machen können. Heute hätte man da direkt alles filmen und dann durch die Ehen schicken, ja, ne? Ja, das hoffe ich nicht. Ja, da hat die Polizei gut gemacht. Das war bestimmt in keinem Verzeichnis, dass man so einen Straf verhängen konnte. Aber ja, das war ja kreativ. Ich weiß, mein Vater, ach, das war eine Verhaupt. Der Lotterbove, komisch, ich nie. So, die täten ja auch die Krippe, die kennst du ja, die Krippe, die raus, die so russ gebaut sind, da der Wellejang aufzufangen, damit das Land nicht irgendwie beschädigt wird. Und am Eng von der Krippe, da wird immer so eine Strudel oder sind auch als Glück versoffen. Und was haben die gemacht, jedenfalls das Tröpfchen, wo mein Vater bei war, die haben sich bewusst an dem Krippe am Eng mit dem Strudel runtertrecken lassen, bis unten auf der Äd. Und sind dann seitwärts russisch, haben sie sich russisch katapultiert und sind dann wieder geschwommen. Da muss man bis auf den Grund gehen, sonst steht er doch ja nicht fluppen. Ja, muss auf den Grund gehen. Die anderen, die da unwissentlich rennen, die haben gestrampelt und haben Wasser gesteckt und sind dann abgesoffen. Und die haben einfach den Atem angehalten, bis sie unge an der Etwo und dann schräg russ. Liebe Freundinnen und Freunde vom Podclub, das darf man nicht machen, auf keinen Fall. Ich habe jetzt ein bisschen gesorgt, dass der Hermann so dolle Verzählscher hier bringt und mit uns drüber lachen und dass sich das anhören tut, wie dat man das auch noch machen soll. Das soll man auf keinen Fall tun. Nein, bloß nicht. Also man hätte den Eindruck, du bist von einem Moment auf der andere, wo du das erzählst, wieder 18 Jahre alt und bist mit dem Mann in der Gerade. Ich meine, jetzt möchte man besser aufhören, sonst kommen die Lücken noch drauf, sich in der Ferie so eine Quatsch auszudenken.
Also, Lee Flügscher, wir wünschen euch echt schöne Ferien und wir sind wieder da im August, wenn die Schule wieder dran ist und hoffen, dass dann auch vielleicht überall, wo Griech ist, bessere Züge dran sind und wir wieder abordnen können. Dem will ich mich auf jeden Fall ganz tüchtig anschließen, dass wir so bald wie möglich wieder Friede haben. Bis dann. Tschüss.